Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Eigentlich habe ich im Rahmen meines Vlogs euch auf Instagram gefragt, welche Themen euch so ein bisschen im Vlog interessieren würden. Und dann habt ihr mir vorgeschlagen, ja, wie wär's denn mal mit so einem Cover-Battle, einem Cover-Vergleich, Original versus Deutsch. Und das wollte ich auch erst so ein bisschen in den Vlog nehmen, dachte aber dann, nein, ich glaube, wenn ich hier 5 Cover auswähle, dann labere ich einfach zu lange und das wäre dann einfach ein bisschen zu viel für so eine Zwischenschnitt. Dementsprechend dachte ich, ja, ich habe mir jetzt 5 Bücher herausgesucht und die möchte ich euch jetzt auf jeden Fall vorstellen. Bin natürlich auch auf eure Meinung gespannt. Folgt mir auch super gerne auf Instagram. Da mache ich nicht ganz so viel wie hier, bin da nicht so regelmäßig unterwegs, aber ab und an findet ihr dann doch einen neuen Post oder was in der Story oder eben mal eine Frage, wenn es um den Vlog geht. Und ja, ihr könnt mir natürlich gerne sagen, wie ihr die 5 Cover so findet, was da bei den Battles sozusagen bei euch gewinnt. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mit dem ersten Cover. Couple sozusagen. Wir starten einfach mal mit, ja, das Buch, was glaube ich aktuell in aller Munde ist, mit Meet Me in Autumn von Laurie Gilmore. Und ja, das heißt im Deutschen ja, wie ihr seht, Meet Me in Autumn und im Englischen ist es The Pumpkin Spice Coffee. Ich habe ja das Englische letztes Jahr als E-Book gelesen und das Deutsche dieses Jahr dann ja, im Oktober. Verrate noch nicht so viel, aber ich war im Deutschen doch ein wenig ernüchterter, als ich es noch letztes Jahr im Original war. Und ich finde, man kann diese beiden Cover eigentlich kaum miteinander vergleichen, weil sie so weit voneinander entfernt sind, wie man sich das vorstellen kann. Und ich habe hier keinen klassischen Gewinner, weil mir gefällt die Originalausgabe richtig gut. Denn das Pumpkin Spice Coffee steht im Vordergrund, es ruft Herbst, es ist gemütlich. Es fängt wirklich so die ja, Stimmung, so ein bisschen dieses Kaffees, dieses Städtchen ein, während das deutsche Cover sich ja total auf diese Liebesgeschichte fokussiert, auf diese beiden Figuren. Und ich finde es tatsächlich schön. Ich mag die Farbgebung, ich mag dieses Grün. Ich mag auch so, wie mit den Blättern gespielt wird. Und ich finde, beide Bücher rufen eigentlich etwas ganz anderes. Ich finde, dass das deutsche Cover tatsächlich eigentlich besser zur Story passt, weil es doch sehr die Charaktere in den Fokus rückt, während das Pumpkin Spice Coffee so ein bisschen hintergründiger eigentlich den Fokus hat im Original. Dementsprechend finde ich das deutsche passender. Ich finde es auch schön. Ich mag aber die Stimmung im Original eigentlich lieber. Aber ich finde, zum Buch passt tatsächlich das deutsche Cover besser. Ich finde, hier gibt es nicht wirklich einen Gewinner, weil ich persönlich auch sage, man kann das gar nicht so echt vergleichen. Aber schreibt mir gerne mal, ja, wie ihr das findet. Das zweite Teil, also ich glaube, die Pumpkin Spice Reihe im Englischen sieht grundsätzlich schon so ähnlich aus. Da bleibt immer so ein Haus im Fokus. Ich glaube, im Deutschen verändert man dann den Hintergrund. Ich glaube, der zweite Teil, Love Me in Autumn, wird dann so ein bisschen dunkelrot, aber hat dann auch wieder beide, also zwei Charaktere im Vordergrund. Aber ja, könnt ihr mir gerne mal sagen, was euch besser gefällt. Als zweites habe ich ein Buch mitgebracht, wo ich, ja, als ich dann die deutsche Übersetzung gesehen habe, eigentlich aus allen Wolken gefallen bin. Und zwar ist es die Reihe rund um Evelyn Jones von Phil Hicks. Ich glaube, ich habe den ersten Band vor 2 Jahren gelesen. Ich glaube, Steffi vom Buchschnack hat davon so geschwärmt, dass ich da total im Fieber war. Und ich glaube, mittlerweile gibt es 3 Bände und 3 Bände im Englischen sind von mir auch gelesen. Es sind halt ganz süße Kindergruselgeschichten, die wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre haben. Und also hier finde ich, also ich verstehe gar nicht, was sich der deutsche Verlag dabei gedacht hat. Evelyn Jones wird genauso beschrieben, wie sie auf dem Original zu sehen ist. Sie ist ein Mädel mit einer Brille, mit dunklen, kürzeren Haaren und man merkt so ein bisschen diese düstere Atmosphäre, wo man merkt, okay, hier geht es irgendwie um eine spooky Geschichte und wir haben eine coole Protagonistin, die da im Fokus steht. Im Deutschen wird Evelyn Jones irgendwie rothaarig und langhaarig und sieht auch einfach ganz anders aus. Man könnte meinen, das ist die Tochter von Harry Potter und ist das jetzt ein Spoiler, wenn ich verrate, wem Harry Potter heiratet? Vermutlich schon. Aber ihr könnt es euch denken, alle, die Harry Potter kennen. Und ich glaube, dass das natürlich der Grund war, weswegen man sich in Deutschland für das Mädel so entschieden hat, dass man sie so gezeichnet hat, dass eine gewisse Harry Potter Stimmung irgendwie auftaucht. Ich finde es aber total unpassend. Also ich finde auch viel zu farbenfroh, viel zu lebendig. Es gibt später ein Cover, wo ich es genau umgekehrt kritisiere. Aber wir haben hier eine etwas spooky Geschichte und ich finde, da passen die englischen Cover hier beginnend mit dem ersten Band einfach viel, viel, viel besser dazu. Also das ist wirklich was, wo ich denke, verstehe ich nicht, was man sich im Deutschen gedacht hat, dass eher nach so einer
fröhlichen Herbstgeschichte wirken zu lassen, obwohl schon eher so ein bisschen atmosphärisch, düster, mit Geistern und sowas ist. Also ich mag da die englische Variante viel, viel, viel lieber und habe auch einen englischen Band hier im Highlight-Regal stehen, weil ich diese Reihe einfach richtig schön fand und ich glaube, nächstes Jahr im Herbst wäre das auch mal wieder was für einen Reread. Beim dritten Teil, den habe ich dieses Jahr gelesen, überlege ich tatsächlich mir, den englischen ins Highlight-Regal zu stellen. Denn es geht um Ruthless Foes. Und der erste Teil war ja Divine Rivals von Rebecca Ross. Und ich muss sagen, es sind hier nur Details. Man hat das Grundbild schon recht ähnlich gewählt. Also das ist jetzt hier der zweite Teil der Reihe, wo es ja so ein bisschen um eine magische Schreibmaschine geht, um so ein bisschen... ja, auch so eine Kriegsgeschichte, so ganz weit, aber natürlich auch eine Liebesgeschichte und wir wirklich zwei tolle Protagonisten haben und dann auch noch in so einem Götterkrieg geraten und ich finde den englischen Band grandios. Ich mag dieses Farbenspiel. Also ich verstehe nicht so richtig, warum man sich im Deutschen für dieses zarte Rosa und im ersten Teil auch so dieses zarte Lila entschieden habt, während man halt im englischen Original wirklich Knallfarben hatte. Ich finde diesen zweiten Band wunderschön. Ich mag, dass natürlich der Fokus auf diesen beiden Charakteren liegt. Das finde ich richtig schön. Ich mag auch die Zeichnung, aber ich mag dieses Rot, Gelb, Orange, dass das im Hintergrund nach Energie aussieht, nach einer Lebendigkeit. Und ich bin kein Freund von diesem Pastell. Ja, ich glaube, der deutsche New Adult Markt, Liebesgeschichtenmarkt, ist oft so ein bisschen pastelliger. Ich glaube, ja, vielleicht kann ich es dann doch verstehen, aber ich mag das Kraftvolle vom zweiten Teil viel, viel, viel lieber und ich glaube tatsächlich, dass der zweite Teil bei mir wahrscheinlich dann mal irgendwie in Englisch als Highlight einziehen wird, weil das wirklich eine Reihe war, die mich dieses Jahr sehr, sehr, sehr begeistert hat. Ich verstehe irgendwo vielleicht schon, ja, das Pastellige, nein, aber ich wünschte mir manchmal ein bisschen mehr Lebendigkeit und das trifft dann theoretisch auch auf das nächste Buch zu, wo ich mich frage, warum hat man sich im Deutschen dafür so entschieden? Und zwar ist das Peanut Jones, das ist der erste Teil von Rob Bidoko. Ja, ich hoffe, ich habe mir das jetzt richtig notiert. Und ich habe mir hier, ich glaube, letztes Jahr bei einer Thalia-Aktion mal den ersten englischen Band geholt. Da geht es im Grunde um eine Stadt, die wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen farbloser ist. Und Peanut Jones hat dann eben einen magischen Stift und bringt damit Leben oder Farbe in das Leben. Und ich finde, der englische Band strotzt so davon. Also man sieht Farbe, man sieht Lebendigkeit, man sieht bunt, man sieht Kinder, man sieht Jugendlichkeit. Und ich finde, dieses Cover, es hat mich damals total angesprochen. Und im Deutschen hat man zwar die Charaktere wieder gleich belassen, aber ist irgendwie so ein bisschen... ja, als wäre einem der Stift wieder ausgegangen. Also ich glaube, mich hätte das deutsche Cover nicht angesprochen. Ich weiß nicht, ob es Kinder anspricht, ob es vielleicht sprechen, ja, werden deutsche Kinder von etwas anderem angesprochen, vielleicht eher von so einer Klarheit, von so einer Struktur. Aber ich will es doch als Kind irgendwie bunt und ich will es lebendig und ich will Farbe und ich will schon sehen, dass es hier um Farben geht, dass es ums Malen geht und dass es einfach wirr ist und ein bisschen verrückt ist und ich kenne die Geschichte noch nicht, sie liegt zu meiner Schande noch auf dem Sub, aber ich glaube, dass das englische Cover einfach viel mehr Kind schreit und ja, viel mehr Spaß irgendwie bringen könnte als der deutsche Band, finde ich zumindest. Obwohl ich es schon schön finde, dass wir die gleichen Figuren ähnlich wie bei den Büchern von Rebecca Ross hier auch beibehalten haben. Und dann kommen wir zum letzten Buch und zwar ist es auch ein Highlight des Jahres von Brandon Sanderson, weit über das maragdgrünen See. Und ich, also hier muss ich echt sagen, das deutsche Cover liebe ich. Ich liebe dieses satte Grün, ich liebe dieses strahlende Mädchen in der Mitte, ich mag die Akzente, ich mag die Schrift, ich finde das deutsche Cover großartig. Das ist ja die Reihe von Brandon Sanderson, die er mit einem, ja, mit so einem Fundcraft, nein, wie nennt sich das? Wo man Geld sammelt. Ich gucke gerade nicht auf den Begriff. Ja, aber ihr wisst bestimmt, ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, wenn es euch einfällt. Ich komme gerade nicht drauf, wo er Geld gesammelt hat, um eben 4 Buchprojekte ganz ohne Verlag sozusagen zu schreiben. Und ich komme tatsächlich nicht auf den Namen, aber egal. Und auf jeden Fall, das ist ein Band davon und das war für mich dieses Jahr ein Highlight, weil ich diese märchenhafte Geschichte einfach so, so, so liebe und auch heute noch
das ein oder andere Mal von manchen Szenen träumen. Und das wird einfach Zeit, dass dieses Buch dann auch demnächst ins Highlight-Regal einzieht. Und im Englischen wirkt alles so ein bisschen gedämpfter, zurückgenommener, so ein bisschen ganz anderes Grün. Ich finde eine ganz andere Stimmung. Es wirkt eher so einsam, es wirkt so uninspiriert und es ruft, finde ich, nicht so richtig nach Abenteuer. Während das Deutsche schon ruft, oh, hier passiert was, hier irgendwas mit der Protagonistin und sie steht so im Fokus. Und natürlich kann ich das so sagen, weil ich da eben weiß, um was es in der Geschichte geht. Aber ich mag das deutsche Cover wahnsinnig gern. Ich mag auch wirklich dieses Smaragdgrün, dieses leuchtende, strahlende, wie einen Edelstein. Und dass eben auch die Protagonistin in der Mitte so kraftvoll in diesem helleren Farbton, in diesem Gelb-Gold strahlt. Also wunderschön. Hier gewinnt definitiv das deutsche Cover für mich. Und das waren sie jetzt, die 5 Battles sozusagen, die 5 unterschiedlichen Cover, Original versus Deutsch. So ganz einen Sieger haben wir nicht herausgefunden. Es war doch so ein bisschen auch mal ein Nicht-Gewinner dabei, wo ich einfach beide gut fand. Und ich bin natürlich gespannt, welche Bücher, welche Cover euch hier gefallen haben. Vielleicht fallen euch ja auch andere Bücher noch ein, wo ihr sagt, Mensch Steffi, guck dir hier mal das Original und das Deutsche an. Wie findest du das? Vielleicht gibt es dann auch einfach in Zukunft mal noch einen zweiten Teil. Kann ich mir auf jeden Fall richtig gut vorstellen. Oder auch mal in einem Rahmen von einem Hangout, wo man dann vielleicht auch ein bisschen im Chat mit abstimmen kann, könnt ihr mir gerne mal sagen, was ihr von der Idee haltet. Oder wie gesagt, schlagt auch gerne Bücher vor, wo ihr vielleicht einen absoluten Sieger habt und das andere wirklich schrecklich findet und sagt, Mensch, wie ist denn deine Einschätzung? Dann sehr gerne auch in die Kommentare. Da wäre ich sehr, sehr gespannt, was man so noch ein bisschen findet. Gibt ja doch allerhand Bücher, die dann im Deutschen nicht so aussehen wie im Original. Da werde ich jetzt auch auf jeden Fall ein bisschen meine Augen offen halten. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.